Damit sage ich Hallo zu meinem Erfahrungsbericht zur Gamescom 2016 in Köln. Wer mich noch nicht kennt, der sagt einfach Matthias zu mir. Eins vorweg für das Jahr 2016 jetzt, werde ich zwei Videos zur Gamescom raushauen. Zum einen das hier, in dem ich euch Bilder von der Messe zeige, sowie meine Erlebnisse dazu schildere. Und das andere, in dem ihr Szenen oder Bilder zu den Spielen zu Gesicht bekommt, zusammen mit meiner eigenen Meinung, was ich bisher vom Spiel halte. Da ich auch dieses Jahr eine Full House Woche hatte, waren es auch ganze 5 Tage, die ich zum Erleben und Entdecken Zeit hatte. Um Full House ist in diesem Fall ziemlich treffend, konnte ich schließlich an 3 Tagen mit Wildcard und Pre-Entry noch mehr aus der Messe rausholen. Aber ich sollte vielleicht auch einfach mal meine Erlebniswoche so richtig beginnen. Wohlan, ich springe nun zeitlich zum Mittwoch, dem Fachbesuchertag. Das Hotel ist schon seit gestern bezogen, alle Geräte sind aufgeladen und mit der S-Bahn sind ich und meine Freunde zum Messegelände gegondelt. Wir haben es jetzt 12.30 Uhr und es ist doch spürbar weniger los, als es die nächsten Tage sein wird. Also noch kurz bis 13 Uhr gewartet und dann ist es da, das Startsignal zur Gamescom 2016. Erfahrungsgemäß hatte unsere Gruppe das Ziel, den Tag entsprechend zu nutzen, weil die nächsten Tage ja doch einiges voller werden. Aber man bedenke, es ist nur der Nachmittag lang Zeit und die Hallen wollen natürlich erstmal erkundet werden. 5 Spiele haben wir schlussendlich dann geschafft, wobei hier Final Fantasy XV das eindrucksvollste davon war. Wie ich eingangs erwähnt habe, erfolgt meine Bewertung der Spiele in meinem anderen Video. Aber auf das Anspielen von Final Fantasy XV zu warten, hatte trotzdem auch was Gutes. Nicht nur konnte ich meine Pokémon und Fire Emblem Training vorantreiben, sondern es lief auch eine Moderation zu Final Fantasy XV auf dem großen Bildschirm. Sehr informativ, da bekam man alle Infos, die jetzt auch für den Einstieg interessant sind. Aber nach dieser Station war es auch schon knapp vor Schluss, deswegen begann wieder das sanfte Ausklingen lassen des Tages in Form der Merchandise-Halle auf 5.2 mit all seinen bunten Farben und seiner extra Portion Nerdizum. Der nächste Tag war dann auch wieder spezieller, weil es mit dem Pre-Entry nicht nur eine Stunde früher reinging, sondern weil auch über den Eingang Nord die Hallen betreten wurden. Man musste nur realisieren oder eben informiert werden, dass man rechts an der ganzen Masse vorbei konnte, welche sich ja schon für die normale Öffnungszeit um 10 Uhr kräftig angestellt hat. Dort fielen mir dann auch diese angekündigten Taschenkontrollen auf. Über die gesamten Tage hinweg wurden ja die Taschen wegen der aktuellen Terrorthematik auf gefährliche Sachen untersucht. Es wurde empfohlen, Taschen zu Hause zu lassen. Der Hintergrundgedanke mit dem überteuerten Essen kommt jetzt auch nicht von irgendwo. Sicherheit und mehr Einnahmen. 2 Fliegen mit einer Klappe. Nun. Im Wartebereich vor dem Schaltern waren mengentechnisch schon einige Leute, vergleichbar jetzt mit dem Fachbesuchertag davor. Es ist schon ein komisches Gefühl, dann nach draußen zu schauen und eine lange Schlange an Leuten zu sehen, die erst eine Stunde später loslegen und die Hallen fluten kann. Deswegen gilt, diese eine Stunde ist praktisch mehr wert als der gesamte restliche Tag. Das hat meine Gruppe zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollends realisiert. Das liegt aber auch, und das muss ich zumindest mal ansprechen, auch daran, dass es dieses Jahr jetzt nicht so die überwältigende Spieleauswahl gab. So konnte ich zwar das wunderbare Robinson The Journey antesten, aber dann war es auch schon nach 10 und die Flut ist hereingebrochen. Und dann begann leider die erste große Verzweiflung. Nirgendwo konntest du dich mit gutem Gewissen anstellen und so bist du verdammt durch die Hallen zu wandern, auf der Suche nach Unterhaltung. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viel gegangen sind wir trotzdem. Es bietet sich da förmlich an, mal auch über die ganzen Angebote in den Hallen zu sprechen. Neben den vielen Ausstellern gibt es auch viel zu entdecken, so etwa die Retro-Ecken, den Familienbereich, die ganzen Spieleakademien, die wohl da waren, die sportlichen Stationen, den Außenbereich oder die ganzen Shows, die abgehalten wurden, etc. Die LP- und Sternchensparte hat natürlich auch wieder mächtig rumgetrommelt. Aber das jetzt mal nur so als Roundabout. Um den Kreislauf des Wanderns zu durchbrechen, ist unsere Gruppe spät nachmittags dann zu Recore gegangen. Endlich sitzen, endlich Handheld zocken. Ich sage euch, die Abwechslung ist der Schlüssel, um sich einen erfolgreichen Gamescom-Tag zu machen. Und der war danach auch noch nicht ganz vorbei. Denn wie auch schon die letzten Jahre fand wieder das Final Fantasy XIV Fangathering statt. Diesmal, wie letztes Jahr auch, im Club Romburg. Große Ansprachen gab es diesmal zwar nicht,
Deswegen bildete eben auch das gemeinsame Feiern eben den Schwerpunkt der Veranstaltung. Und nach dem, was ich gesehen habe, war es wieder eine sehr gelungene Sache. Es war zwar verdammt heiß da unten, aber es wurde kräftig abgedanced, Klassen anderer Leute erraten, viel getrunken, weil Feiergetränke, herumgeblödelt mit einer Chocobo-Brille auf der Nase, Gläser zerbrochen und sonst so Sachen, die gemacht werden, wenn man in einer Disco unterwegs ist und der Alkoholpegel immer weiter ansteigt. Der Weg zum Hotel war jedenfalls ziemlich lustig. Wir schreiben jetzt den Freitag, den 19. August 2016. Und als ich und mein Compadre so in der Pre-Entry-Schlange vor dem Schalter stehen, diskutieren wir, wo wir denn jetzt eigentlich starten sollten. Ein Titel wollte ich dabei auch unbedingt noch sehen. Diana. Und ja, das war auch die erste Station des Tages. Und es war die absolut richtige Entscheidung. Mehr dazu im anderen Video. Durch die Erfahrung am Vortag sind wir auch effizienter geworden. Heißt, mit Dead Rising 4 und Gears of War 4 haben wir doch glatt 3 Spiele in der ersten Stunde abhaken können, was ich selbst auf jeden Fall sehr geil gefunden habe. Und weil dann natürlich wieder der Zustand X eingetreten ist, haben wir uns für etwas angestellt, was zwar jetzt jeder wollte, aber auch als unverhältnismäßig, in meinen Augen zumindest, ich ansah. Zu den Seriencodes für die beiden legendären Shiny-Pokémon Yveltal und Xerneas angestellt. Die vorherigen Tage haben dabei leider gezeigt, dass auch hier eine Wartezeit einberechnet werden muss. Wir waren jedenfalls über eine Stunde davor in der Schlange, die sich, wie ich gesehen habe, auch fast komplett um den ganzen Nintendo-Stand rumgezogen hat. Verrückt. Ich bin immer noch dafür, dass diese solche Seriencodes Blödsinn sind und dass sie einfach stattdessen online verteilt werden sollten. Das ist viel fairer und würde auch den eBay-Garnern ein bisschen Einhalt gebieten. Nach der Aktion war es dann auch wie gehabt, heißt wieder stöbern gegangen, bevorzugt in den Merchandise-Hallen. Eine Sache stand dann aber auch noch weit oben auf unserer To-Do-Liste, und zwar, Nintendo hat sich was überlegt, wie sie die Leute noch mehr zum Spielen motivieren können. Und zwar in Form einer Art Quest-Reihe, bei der es galt, 6 Stationen abzuklappern und Stempel einzusammeln. Mario Party Star Rush und Monster der Generations kamen mir dabei sehr gelegen, weil ich die sowieso mal antesten wollte. Die anderen waren dann mein Nintendo-Stand, die Battle Corner mit entweder Pokémon Tekken, Super Smash Bros. Wii U oder Mario Kart 8 und 2 Indie-Titel, die wo man sich dann selbst aussuchen hat können. Gerade hier, finde ich, hat die ganze Sache doch auch recht viel Sinn gemacht, so bekommen auch die kleineren Titel etwas mehr Aufmerksamkeit. Die Belohnung für das Ganze ist also eine Code für Platin-Punkte, die wo man sich auf dieser neuen Belohnungsseite von Nintendo, die momentan nichts Besonderes bietet, einlösen kann. Aber naja, Spaß gemacht hat es trotzdem. Die Abendgestaltung war dann wieder eine besondere Sache, weil an diesem Tag die Dosenbeats-Party in der etwas abgelegenen New Yorker Dock One stattfand. Zu der Dosenbeats-Sache muss ich dann auch nur kurz eine kleine lustige Geschichte erzählen. Am Tag vor der Anreise bin ich zu meinem Kumpel gefahren und wir haben uns so am Abend unterhalten, wie wir denn jetzt eigentlich nach der Gamescom das alles immer gestalten wollen. Er hatte mir ja auch vorher schon erzählt, dass die Rocket Beans auch eine Party machen, aber da die Karten schon alle kurz nach Freigabe ausverkauft waren. Und was machen wir? Also er wollte ja unbedingt mir nochmal zeigen, wie schön ausverkauft es ist, aber da war tatsächlich noch eine Karte frei. Wie der Blitz hat er sich dann auch gleich mal die in die Zwischenreservierung gelegt. Und wenn der noch gerade so beim Zahlengedöns eingeben war, folgte ich ihm doch gerade auch mal auf die Seite und siehe da, auch bei mir war noch ein Freisticket da. Zuerst habe ich mich gefragt, ob das jetzt das gleiche ist, aber nein, es waren tatsächlich 2 separate Tickets. Freitagabend? Check, würde ich mal sagen. Nun jedenfalls waren wir beide da und ich fand das Ganze doch ganz interessant. Die Getränke waren recht teuer und stickig war es auch. Dennoch war es ganz lustig, DJ Eddie beim Remixen hier zuzuschauen. Aber wir merkten schon, dass die vielen Kilometer sich langsam bemerkbar machen. Deswegen blieben wir ja nicht den ganzen Abend. Aber cool war es trotzdem, so mit dem Wohnen in Natura und von nahem ein bisschen zu feiern. Das Aufstehen in der Früh war dann erwartungsgemäß etwas anstrengend, trotz der Tatsache, dass wir jetzt sowieso geplant hatten, etwas später in die Gamescom zu verlegen, so nach 10 Uhr halt, nach der ersten großen Welle. Und was soll ich sagen,
Reingekommen sind wir recht unkompliziert, aber wir dachten, vielleicht könnten wir uns ja auch nochmal zu den Pokémon-Seriencodes anstellen. Pustekuchen. Die Anzahl der Vergaben war zu dieser Zeitpunkt schon längst erreicht. Also da hast du keine mehr bekommen. Das ist echt heftig. Nur ein weiterer Grund, warum das Ganze irgendwie blödsinnig ist. Aber na gut. Was war denn sonst noch an diesem Tag? Also zum einen haben wir diese ganze Stempelquest-Sache von Nintendo abgeschlossen. Dann sind wir wieder rumgewandert. Und da ist mir dann auch erstmal so richtig aufgefallen, dass am Bandai Namco Stand ja doch einige stattfand. Der gute Colin war dort ja dauerhaft beschäftigt. Mit täglichen Sword Art Online Quiz, Tekken 7, Dragon Ball Xenoverse 2 Turnieren und nur so anderen Vorstellungssachen. Jedenfalls bemerkte ich da, beim Tekken 7 Turnier jetzt, wie sehr es doch eigentlich Spaß machen kann, geübten Spielern beim Kämpfen zuzuschauen. Das war ja auch eine von den größeren Themen bei dieser Gamescom. Und vor allem mit zig anderen Turnieren, auch vor allem auch in der PC-Sparte, ihre Anerkennung. Aber zurück zum Thema. Das Tekken 7 Finale an diesem Tag war schon echt der Hammer. King gegen Chin stand an und ich habe jedes Mal mitgefühlt, wenn King einen Griff durchsetzen konnte. Echt eine feine Sache. Und wenn wir schon bei Bandai Namco sind, dann gönnt man sich doch auch gerade mal nochmal eine Runde Xenoverse 2. So schön unkompliziert und befriedigend. Zumindest wenn man auf der einen auf einen schnellen Spaß aus ist. Ich möchte an dieser Stelle dann auch auf eine Sache hinweisen. Und zwar gerade am späten Nachmittag, so nach 17, 18 Uhr, merkt man ja dann doch, dass die Massen weniger wurden. Und dann ist auch eine gute Zeit, um sich vor allem auch so kleineren Sachen zu kümmern, ohne jetzt irgendwie eine große Wartezeit einzuplanen. So habe ich es jetzt auch gemacht und war dann am Indie-Stand von Nintendo und es war wirklich sehr angenehm, einfach die verschiedenen Spiele durchtesten zu können. Und mit diesem Satz bricht dann auch der letzte Tag der Gamescom an. Der Schwerpunkt galt hier dem Fotografieren und damit hatte man an allen Ecken gute Möglichkeiten dazu. Heraussticht dann natürlich die Cosplay Village. Auch diesmal waren wieder viele krass gute Kostüme mit dabei. Immer sehr interessant zu sehen. Shows und Fotografie-Ecken hatten sich auf jeden Fall für Fans wie Cosplayer angeboten. Aber nur fotografieren wir ja ein bisschen abwechslungsarm, deswegen habe ich mich dann auf der Suche nach Schnickschnack begeben, den ich jetzt bisher noch nicht so entdeckt habe. Weil ihr kennt das ja vielleicht, die Hallen sind ja doch etwas groß und manchmal entdeckt man halt doch an bestimmten Stellen Sachen, die man vorher nicht entdeckt hat, beziehungsweise sind auch bloß zu einer bestimmten Zeit eben da. Und hin und wieder habe ich da dann noch was ganz Interessantes gesehen, wie jetzt zum Beispiel Pera Pera Cute. Das ist sozusagen eine Virtuality-Erfahrung des Fallschirmsprings nochmal erweitert. Und zwar um diese hängende Komponente, weil du bist ja praktisch in diesem Gestell drin gehangen und hast dann, wenn es sich rausgeworfen hat, auch entsprechend wusch, bist du rausgefallen. Ich sag's mal so, so für daheim ist es vielleicht ein bisschen unpraktisch, aber zum Antesten sicher eine sehr coole Sache. In Folge des Samstags bin ich ja dann auch nochmal zu den verschiedenen Programmen von Bandai Namco hingegangen. So eben zu diesem angesprochenen Sword Art Online Quiz, zum Xenoverse 2 und auch zum Tekken 7 Turnier. Und Alter, das Finale hat den vorherigen Tag auch nochmal getoppt. Wenn sich zwei Topspieler bis zum letzten bekriegen, dann hält einen wirklich nichts mehr auf den Sitzen. Sitzen konnte man vor der Bühne ja sowieso schlecht. Nein, aber wirklich, der Kazuya und Feng Spieler, die beiden hatten wirklich bis zur absoluten letzten Runde sich beide ordentlich auf die Mütze gegeben. Und es war wirklich ganz großes Kino. Mit den Freunden habe ich mich dann auch in der Merchandise-Halle dann nochmal getroffen, weil das einfach der beste Ort ist, um so eine erlebnisreiche Woche auf den Messehallen dann auch ausklingen zu lassen. Wer vorher noch nichts zu mitbringen für Freunde oder Verwandten gefunden hat, der hat jetzt nochmal die letzte Chance dazu. Und ein gewonnenes Epicon-Ticket später kann ich von dieser Gamescom wieder behaupten, ja, sie hatte wieder ihre Höhen, aber auch gleichzeitig hatte sie wieder ihre Tiefen. Man hat viel erlebt, aber es ist gleichzeitig auch schwierig, weil man muss sie irgendwie mögen, aber gleichzeitig kann man auch nicht zufrieden mit ihr sein. Da heißt es einfach das Beste draus machen und so viel Spaß wie möglich haben. Denn dafür sind wir ja auch schließlich dort, für die Spiele und für den Spaß. So, zum Abschluss hoffe ich, hat es euch gefallen. Sehr wahrscheinlich zieht euch eh gleich dann noch das Gamescom die Spiele-Videos von mir rein. Deswegen hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.